machen wir dann jetzt mal die Rumpelkammer auf. Hier sind wir. Ah! Da hat ja jemand auf mich gewartet. Bero, wie findest du diese Roomtour? Ist langweilig. Mann, ey, draußen ist so richtig schönes Couchwetter die ganze Zeit. Hier haben wir meine wunderschöne Couch, die Pedro sehr gerne besetzt. Also, ich glaube, ihr habt die schon seit Anfang meiner allerersten Videos gesehen. Das ist meine Schlafcouch, die kann man ausziehen. Wollte ich, glaube ich, vor 4, 5 Jahren mal haben, weil ich Schlafcouch so geil finde und... Ja, das Muster hat mir sehr gut gefallen. Pedro zeigt ja auch mal wieder, dass er voller Elane mit dabei ist. Und ja, ich habe kein Leckerchen. Du brauchst gar nicht so doof in die Kamera gucken. Das geht nicht. Naja, auf jeden Fall. Das ist meine Schlafcouch. Die kann man auch ausbreiten. Eigentlich könnte ich mir ein richtiges Bett hinstellen, aber das finde ich eigentlich immer schöner. Da filme ich auch immer. Da oben haben wir meine Plüschtiere, mein Nemo, Neko, mein Pikachu von Taro. Der Nemo, Neko ist auch von Taro. Und meinen ohne Zahn Plüsch. Dann haben wir da noch ein Niki-Kissen und mein Gothic-Kissen. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal her. Ich habe das aus irgendeinem coolen Laden mal gekauft gehabt. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Diese riesige Tasche daneben, das ist meine Filmtasche. Da ist mein ganzes Zubehör drin. Und ja, das ist sozusagen Pedros Bett. Er schläft ja immer mit drin. Und darüber, das sehen wir jetzt gar nicht, sind es meine Posterwand. Die verläuft einige Meter nach da. Wobei ich sagen muss, Leute, leider sind meine ganzen Anime-Poster, bis auf das Asuna-Poster und das Sacred Blacksmith-Poster, sind alle kaputt gegangen. Ach ja, das Blackrock-Shooter-Poster habe ich auch noch. Aber die sind wirklich alle futsch gegangen. Die sind entweder eingerissen oder sowas und... Da, also, das hat mich so aufgeregt. Ich werde jetzt auf weiteren Conventions halt gucken, dass ich da noch irgendwie Platz kriege und hier unten noch weiter. Natürlich habe ich hier auch Kinoposter drin. Wer mag es kaum glauben, hier haben wir ein Drachenzähm leicht gemacht, 2 Poster. Und ich war auch letztens in der Hobbit gewesen und ich war gar nicht auf Zack, weil man kann immer bei den Kinos an der Kasse nachfragen, ob man solche Poster halt bekommt. Aber das habe ich halt total verspielt und ja, ich werde jetzt im Laufe des Jahres diese ganze Wand voller Poster hängen. Finde ich auch richtig cool, weil das ist so eine Schrägwand. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Naja, nicht so wirklich, aber es ist halt eine Schrägwand. Kommen auch noch ein paar... Marvel-Poster möchte ich auch noch so dran machen, zum Beispiel entweder Spider-Man oder sonst was, wird auch bestimmt voll cool, aber gut, ist auch hier eine weiße Wand. Ich wollte eigentlich erst Wölfe draufmalen, aber das hat sich dann erledigt und jetzt, naja, jetzt grinsen uns die Minions und Co. an, das ist eigentlich auch ganz gut. Hier neben haben wir dann eine andere Wand, das ist dann einmal so eine altmodische Mauer, ich wollte das eigentlich so haben wie so Baumhaus ähnlich. Das ist eine Mustertapete, war sehr schön dran zu machen. Hier haben wir also mein Regal, da ist alles Mögliche drin. Hier sind auch einige Mangas. Ich habe jetzt mehr Platz für Mangas, Leute. Ich muss mir irgendwann neue Mangas kaufen, aber das muss doch auf sich warten lassen. Also in der Mitte sind einmal da die Mangas. Dann haben wir hier meine Mini-Blu-Ray-Sammlung an Filmen. Die muss ich noch ausweiten. Hier haben wir auch das Blackrock Shooter Special irgendwas und Angel Beats, dann noch weitere Disney und DreamWorks, Blu-ray und 3D-Filme und hier haben wir dann mein Prime Evil DVD-Box, was ich zu Weihnachten gekriegt habe, finde ich total toll. Hier haben wir noch ein paar Wii U-Spiele, dann meine anderen PC-Spiele. Hier oben habe ich, das wissen meine Facebook-Freunde, die ja da alle haben, von Expert, wo wir mitgemacht haben und gewonnen haben. Und hier sind auch nur Rest an Spielen, also hier habe ich dann meine alten DS-Spiele, dann habe ich da auch meine Nintendo 3DS-Spiele hier, wie Monster Hunter, Pokémon und. Hier haben wir auch noch ältere Spiele, Pokémon, Sword Silver. Dann meine PSP-Spiele, PlayStation 1-Spiele und PS2. Wobei, das sind nicht alle meine Spiele, also Taro hat auch noch welche in Regalen voll und... Ich konnte auch nicht alle rausstellen, wobei ich mich auch frage, wo ich die alle hin tun sollte. Hier ist dann noch eins meiner Fenster. Ich möchte euch jetzt nicht so gerne zeigen, wo ich genau wohne, weil, ja, ich denke, die Privatsphäre sollte doch ein wenig eingehalten werden. Dann habe ich da einmal so einen Duftspender und das ist so die Ecke von meiner besten Freundin und mir. Da sind ein paar Bilder von uns drauf. Das ist jetzt aber auch nicht so wichtig, da will ich nicht so ins Detail gehen. Hier unten haben wir meine total tolle
Schultonne, also mein Schulrucksack eher. Der ist von Jack Wolfskin. Und hier, wie gesagt, einige weitere Kinoposter an der Wand. Die sammle ich ja. Maleficent ist übrigens ein super geiler Film. Wer den noch nicht geguckt hat, sollte es machen. Ja, ich habe ja auch gerade mein Konsölchen vergessen. Da stehen so alle möglichen Sachen drauf. Und hier haben wir wieder von Jack Wolfskin meine Laptop-Tasche. Pedro hört die Geräusche von Zelda im Hintergrund. Er guckt da immer so total interessiert. Und neben meiner Schlafcouch steht auch mein Aquarium für die Axolotl. Einige, die Axolotls haben und das hier sehen, das Aquarium wird noch umgebaut. Da kommt der Deckel weg und da kommen auch Klemmleuchten dran und alles drum und dran. Das ist jetzt nur provisorisch, weil es ja erst jetzt die nächsten Tage dekoriert wird und damit das eben halt auch einfährt. Also nicht wundern, das ist nicht für immer. Man sieht hier meine super tolle Beine, super. Dann haben wir hier unten auch noch ein paar Sachen für die Axolotl. Das sind Quarantäneboxen, da ist noch der Kies. Und dahinter haben wir einmal meine super tolle, ich sag mal Yogamatte. Eigentlich mache ich da nur Rückengymnastik drauf, aber ist eine Yogamatte. Ich kann ja hier schon mal einmal auch den Schrank öffnen, damit eure neugierigen Blicke befriedigt werden. Hier haben wir also schon mal so ein bisschen von meinem Axolotl-Zubehör, Pumpe, Reinigungszeug, Futter und noch weitere Röhren zum Saubermachen und Wasserwechsel. Alles ist schon da, zwar noch nicht wirklich alles, ich brauche noch ein paar Höhlen, aber das wird jetzt die Tage gekauft, weil ja am Wochenende die Tiere hier bei mir ankommen. Das Ganze sieht von der Seite so aus. Da haben wir auch übrigens ein Axolotl-Buch. Habe ich mir schon alles durchgelesen und rumgewälzt, weil ich ja bestens informiert sein möchte. Aber ich glaube, die Seite ist jetzt nicht mehr so interessant, weil wir jetzt rüberschwenken zu meiner anderen super tollen Seite. Hier ist mein Sideboard. Hier sehen wir meinen Fernseher. Und ja, Leute, der Fernseher ist nur an abends, wenn ich mal Fernseh gucke. Was aber total selten ist, weil ich nicht Fernseh gucke, weil ich entweder bis, keine Ahnung, meine Schule habe oder unterwegs bin und Videos drehe und schneide und render und am PC bin oder zocke. Und der ist auch nur an, wenn ich wirklich was spiele. Weil hier unten habe ich gerade nur meine PlayStation 2 angeschlossen, die Wii U, die PlayStation 4, 3, bla bla bla. Und die Rest, der hat der Taro gerade alles bei sich. Ist immer sehr schön. Also die sind jetzt hier oben alle schön Reih und Glied aufgebaut. Also nicht wirklich sortiert, aber ich habe gedacht, ich mache jetzt hier die ganze Wand mit den Mangas voll. Und hier, hier haben wir auch mein Simons, also Simons Cat, das heißt Simons Katze im Deutsch. Mein Simons Cat Comic Buch, wollte ich mir auch die anderen noch kaufen. Und ich liebe Simons Cat. Alle lieben Simons Cat, weil der so toll ist. Und jetzt kommen wir wohl zu dem Punkt, das spiegelt. Mache ich mal von hier, genau. Kommen wir zu dem Punkt, den alle hier sehen, nichts erwarten. Zeldas Gehege. Ich habe sie nicht wach gemacht. Ihr seht, sie hat gerade eine Wachphase. Wir haben ja auch gegen Mittag. Und jetzt ist sie wieder total begeistert, dass die Kamera da ist. Aber wie gesagt, hier ist Zeldas Gehege drin. Der gute Speedy BK von Kleintiervilla. Paar Zelda ist auch gerade aktiv. Und hier unten habe ich ja auch, kann ich auch mal öffnen. Hier habe ich auch die ganzen Hamster-Sachen und Reinigungszeug drin. Wobei das auch halt noch disponiert wird. Denn wenn wir uns das jetzt hier mal angucken und wir meine zwei Softboxen sehen, die noch nicht zum Einsatz gekommen sind, werde ich euch direkt sagen, dass ich hier eine weitere kleine Kommode, also hier wird eine weitere kleine Kommode hingestellt, wann weiß ich noch nicht. Und da kommt dann halt die Zelda drauf, damit ich dann hier Platz habe für ein Nagarium, was ich dann auch einrichten kann. Das kommt erst vielleicht in einem halben Jahr, Leute, weil ich habe jetzt so viel Geld in das Aquarium investiert, in Filter und ganzen Zubehör. Das muss ich jetzt erstmal wieder alles rentieren und ich bezahle das ja auch alles aus eigener Tasche. Das sollte hier niemand mal vergessen. Wie gesagt, hier sind meine zwei Softboxen. Ich habe mir ja jetzt so ein Studio-Set auch noch angeschafft. Guck mal, da sieht man mich. Hallo. Habe ich mir halt ein Studio-Set angeschafft. Das seht ihr hier unten. Hier liegen, warte mal, hier liegen meine Hausschuhe. Tue ich mir eben weg. So, hier ist dann auch einmal das ganze Studio-Set mit dem Greenscreen. Dahinter ist noch eine Jack Wolfskin-Tasche. Ich stehe total auf Jack Wolfskin. Und warum ich noch keine Videos damit gemacht habe, ist halt, weil ich nicht die Zeit dazu hatte. Und ich wollte sie auch jetzt auf die Schnelle nie wegräumen.
Wenn wir uns das jetzt hier mal genauer anschauen, sieht das dann so aus. Und Zelda guckt uns von da unten aus an. Hallo! Was ihr hier seht, ist mein riesiger Schrank. Der beinhaltet meine Klamotten auf der Seite. Klamotten, Cosplay, Jacken, Bettwäsche und hier auch normale Anziehsachen. Und dann haben wir da noch eine ganze Reihe an Zeichenzeugs, an Aquarellfarben, an Tusche, an Kohle, an, ja, ich habe da alles Mögliche drin, auch für meinen schulischen Werdegang ist da alles Mögliche drin. Und das süße Herzchen, was ihr hier unten seht, das hat mir Taro, ich glaube vor ein oder zwei Jahren, ich weiß es gar nicht, auf dem Stadtfest geschenkt. Das wollte ich nicht wegschmeißen, weil es wirklich riesengroß ist und ja, behalte ich so lange es noch hält und ich finde das einfach super süß von ihm und deswegen behalte ich es immer noch. Hallo, das ist immer sehr komisch. Gut, kommen wir dann weiter. Dann sieht man, das ist mein Arbeitsplatz. Hier haben wir mein tolles Mikrofon, das momentan einfach so rumsteht. Das benutze ich ja immer zum Kommentieren der Videos und damit ich euch, wenn ich Fandubs mache, wobei ich momentan einfach gar keinen finde, der mit mir irgendwas macht oder das ist echt schrecklich. Aber egal, also ich synchronisiere sehr gerne damit, einfach so zum Spaß. Mein Schreibtisch, wie man glaube ich schon erkennen kann, ist es klar, meine Zuschauer wissen es, ich liebe Wölfe über alles. Hier war noch ein Zeichenbuch von mir, da habe ich letztens ein bisschen rumgezeichnet, ich habe sehr viele Zeichenbücher. Dann haben wir hier auch mein Federmäppchen, ist auch von Jack Woskin. Oh mein Gott, es fällt mir jetzt auf, wie viele Sachen ich von Jack Woskin habe. Ja, das ist sozusagen der Platz im Raum, wo die Videos bearbeitet werden. Oh, eigentlich sollte ich hier dann meine Videoliste hängen, habe ich voll vergessen, das tut mir leid, Leute. Aber hier ist das Gamescom-Ticket auf jeden Fall dran, das war mir wichtig genug und ist schon lustig, wie hier absolut gar nichts eigentlich aufgeräumt ist. Naja, und hier oben, das haben meine Facebook- und Instagram-Leute auch schon gesehen, das sind eben halt die beiden Bilder von dem Wolf und dem Fuchs. Die habe ich mir bei Obi gekauft damals, also muss ich echt sagen, wunderschön. Ich finde, das sieht auch, wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter weggehe, sieht das noch mit der, also mit der Abdeckung oder wie das da heißt, mit den zwei Wölfen, sieht das super toll aus. Dann noch ein bisschen weiter zu meinem PC und der Rest der Ausstattung. Ich werde jetzt hier mal meinen tollen Stuhl hier wegmachen. So, hier haben wir meinen PC. Der Bildschirm ist richtig alt, also da muss ich euch sagen, Leute, Hilfe! Wie kann ich damit immer noch klarkommen? Aber gut, hier haben wir auch meine ganzen USB-Anschlüsse, also USB-Dinger. Dann haben wir dann auch noch einzelne SD-Karten, Speicherkarten. Und hier wird halt alles gemacht. Da hinten könnt ihr auch noch mein Grafiktablett sehen mit dem dazugehörigen Stift. Dann mein Headset. Hier unten haben wir dann meinen PC. Der, ich setze mich mal eben kurz. Das ist ein normaler Windows 7 PC. Nicht der allerbeste. Man sieht hier auch, die Kabel sind ein wenig gewirrt. Zum Zocken reicht er und zum Let's Playen. Let's Playen, ja, er hat zum Let's Playen gereicht damals. Let's Play ich ja nicht, sondern nur zum Zocken. Er leuchtet auch blau. Also hier leuchtet er blau und da leuchtet er blau, wenn er denn mal an ist. Funktioniert super. Ich muss ihn nur da raus tun, weil er sonst unheimlich heiß wird. Und hier ist ja auch die Heizung bei mir, damit ich mir nicht hier abends den Allerwertesten abfriere. Aber das geht momentan so, alles klar. Ja, hier unten haben wir noch meinen super tollen Drucker, den ich noch gar nicht angeschlossen habe. Und hier meine schöne Tastatur. Meine Vitrine. Hier. Da sind meine, einmal hier haben wir meine PVC-Figuren. Ja, das sieht so doof aus, Waldspiegel. Ich muss es mal so machen. Meine PVC-Figuren. Hier haben wir zum Beispiel Kirito und Asuna aus Sao, aus Sword Art Online. Die beiden sind so niedlich. Da hinten haben wir noch diese komischen Bones-Animals. Ich habe ihren Namen vergessen. Skelett-Animals oder so. Die sammle ich auch. Die finde ich irgendwie total süß. Hier haben wir meine Stocking aus Panty und Stocking with Garterbelt. Und da hinten haben wir meine Suiginto, die aber leider enorme Schwierigkeiten hat mit der Standhaftigkeit, weil sie halt immer umkippt. Ist sehr schade, aber okay. Hier unten haben wir dann auch ein paar meiner Petit Nendroids, hoppala, meiner Petit Nendroids vom Black Rock Shooter. Dann habe ich da mein Pikachu, was ich noch gar nicht ausgepackt habe, weil ich mich noch nicht traue, weil ich hasse es, Sachen auszupacken. Kaito und Luca und irgendein Charakter aus Tales of, habe ich vergessen. Und dann haben wir noch hier hinter lauter
Pokémon-Figuren, da haben wir auch Mario-Figuren und hier haben wir Pikachu-Figuren und Anhänger und eine Uhr und Disney-Infinity-Figuren. Ich habe das ja mal angespielt gehabt, dann hat aber leider die CD total gespackt, jetzt geht's mittlerweile. Man darf auch nicht das wunderschöne Bild von meiner besten Freundin vergessen, von Olaf. Nochmal vielen Dank, ich hoffe, du guckst diese Roomtour, weil du ja mal gesagt hast, dass ich sowas drehen soll. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann haben die Fans gesagt, doch, das musst du machen und jetzt drehe ich's. Das war's dann jetzt auch mit meiner kleinen Roomtour meines Zimmers. Wie gesagt, es ist nicht viel und es ist auch nicht überspektakulär. Ich bin ein normaler Mensch, wie jeder andere auch. Mit den ganzen Hobbys und den Sachen, wie gesagt, ein bisschen Nerd, Otaku-mäßig orientiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Pedro läuft da hinten rum und ich wackel mit der Kamera, tut mir leid, die ist ein bisschen schwer. Leute, bleibt weiterhin bei meinem Kanal, schaut euch andere Videos von mir an. Pedro tut es nämlich auch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist jetzt hier nicht, es ist nicht das wirklich super Größte. Oder wenn ihr denkt, dass die YouTuber ein bisschen anders leben. Ich bin ja noch eine kleine YouTuberin. Am Ende könnt ihr gerne einen Kommentar und ein Like da lassen. Würde mich sehr freuen. Und ob ihr jetzt auch demnächst vielleicht ein Roomtour-Update haben möchtet, weil ich werde ja mein Zimmer jetzt weiterhin erweitern und meine Tiere und alles ausbreiten und dann werden die Wände hier noch verändert und dies und das wird dazu gekauft, würde mich mal interessieren. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute, und ich muss euch noch eine Sache sagen. Danke für über 6000 Abonnenten. Pedro, wenn du die Kamera schon so geil findest, musst du dich nicht so wild an dir ranmachen und mit dir kuscheln. Aber der Gute will raus, denn gleich gibt's nämlich Futter, ne? Du sagst nämlich, komm jetzt, ich will raus. Ja, der Gute sagt mir jetzt, ich muss ausmachen, Leute. Nochmal danke, 6000 Abonnenten sind so unheimlich viel und Pedro hat Hunger und will raus. Ich weiß, es ist deine Zeit. Futternapf ruft. Danke, Leute, und wir sehen uns einfach im nächsten Video von eurem Yuki.